Vor der Monsterwoche will sich niemand scheinbar so richtig aus dem Fenster lehnen, denn die Inflationsdaten am Dienstag und die Aussagen der Fed, vor allem von Jerome Powell dann auf der Pressekonferenz, die werden entscheidend sein, wie es dann weitergeht. Und davor ist so ein bisschen hin und her, wie heute zum Beispiel, da ging es zuerst nach oben, dann ging es nach unten und dann wieder etwas nach oben, wenig Veränderung also in den Indizes. Und das dürfte wahrscheinlich auch am Montag so sein, bis wir am Dienstag dann die Inflationsdaten bekommen. Dennoch war heute einiges los und das will ich in Kürze Ihnen zur Anschauung bringen. Hier zunächst mal Paul am Mittwoch, der wird sehr wahrscheinlich jeden Hinweis unterlassen oder gerade explizit widerlegen, dass die Fed bald die Zinsen wieder senkt. Das hat er letztes Mal schon getan bei seiner Rede bei Brookings. Da hat man das Dovische gehört, das Hawkische wollte man nicht hören. Die Märkte hausierten, um dann doch wieder ein bisschen Lehrgeld bezahlen zu müssen. Jetzt wabert man so ein bisschen vor sich her. Am Dienstag dann die Inflationsdaten, die letzten Zahlen bei 7,7%. Und heute haben wir schon eine Indikation dafür bekommen, wie die ausfallen könnten. Denn normalerweise ist es so, man hat so einen relativen Gleichgang zwischen Erzeugerpreisen auf der einen Seite, Verbraucherpreisen, also die Daten, die wir am Dienstag bekommen, CPI, und den PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure Preise. Also das ist normalerweise so ein Gleichklang und heute haben wir eine erste Indikation für diese Zahlen am Dienstag bekommen durch die US-Erzeugerpreise. Die waren zwar rückläufig im Vergleich zum Vormonat, sind aber doch deutlich stärker gestiegen in der Summe als erwartet. Wir waren zum Vormonat bei 0,3% statt 0,2% erwartet. In der Kernrate plus 0,4% statt 0,2% erwartet und zum Vorjahresmonat 7,4% statt des 7,2% erwartet. Der Nasdaq Future dann mal in wenigen Sekunden, bums, 200 Punkte nach unten, Renditen nach oben, Dollar nach oben, das ist das normale Prozedere bei diesen Daten, die irgendwie eine Indikation auf Inflation geben. Normalerweise sind die Erzeugerpreise zwar wichtig, aber nicht so wichtig wie heute eben, weil man das als Indikation für die Daten am Dienstag gesehen hat. Und diese heutigen Erzeugerpreise, die erhöhen natürlich das Risiko, dass die Daten am Dienstag ein bisschen hotter reinkommen, ein bisschen heißer werden aus den vorhin genannten Gründen. Normal gibt es da einfach Tendenzen, die sich in diesen drei Erzeugerpreise, PCE und CPI, dann einfach zeigen. Dementsprechend darf man gespannt sein, ob es wirklich dann auch so kommt. Wenn wir uns die Erzeugerpreise mal anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich alle Komponenten rückläufig waren, aber die Komponente Food war deutlich sich steigern, vor allem Gemüse etc., solche Geschichten. Und das hat die ganze Geschichte letztendlich nach oben gezogen und das haben sich viele auch angeschaut und haben gesagt, naja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, wenn da jetzt nur Food, also Essen praktisch teurer geworden ist, dann ist das möglicherweise gar keine so schlimme Nachricht. Wir sehen hier mal in dem Chart von Capital.com den S&P 500. Da ging es so stetig nach oben heute. Dann die Erzeugerpreise, bums, ging es nach unten. Und jetzt ist man dabei, wieder sich so nach oben zu hangeln. Wie gesagt, aus meiner Sicht nicht allzu aussagekräftig, was jetzt bis Dienstag passiert. Die Volumina sind wieder sehr, sehr dünn. Erstaunlich allerdings, dass die dass die Anleihemärkte durchaus reagieren. Hier steigen die Renditen wieder 3,55%, jetzt die 10-jährige US-Staatsanleiherendite. Also die nehmen das durchaus ernst als Indikation für Inflation. Wir hatten dann auch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und da achtet man ja, das by the way besser war, aber da achtet man ja besonders eben auf die Inflationserwartungen und die Einjahresinflationserwartungen deutlich niedriger, sind jetzt auf 4,6% gefallen von 4,9%. Normalerweise hätte, denke ich, diese positive Entwicklung aus Sicht der Märkte eine Rallye ausgelöst, aber da man kurz zuvor eben die höheren, heißeren Erzeugerpreise gesehen hatte, war das dann doch eine sehr gedämpfte Erwartung. Und die Grundfrage, die sich mir stellt, ist dieser Übergang von der Fokussierung der Märkte auf Inflation, dann auf die Fokussierung zum Thema Rezession. Das ist genau der Punkt. Schauen wir uns mal das Jahr 2020 und 2021 aus.
an. Hier eine Grafik eines amerikanischen YouTube-Channels, die ich sehr hilfreich fand. Da haben wir die Expansion. Da ist die Wirtschaft zwar abgesoffen, aber die Geldpolitik war ultralax, Liquidität ins System geschüttet. Was läuft dann gut? Tech, Cyclicals, also Zykliker, Öl und Industrials, also Industriewerte. Dann haben wir Inflation. Was läuft dann gut? Energy, Materials, Value, Consumer Staples. Consumer Staples sind defensive Produkte des täglichen Bedarfs im Prinzip. Ja, Shampoo oder irgendwie solche Geschichten. Und was läuft gut, wenn es zu einer Rezession kommt? Healthcare, also Pharma, wenn man so will. Defensiver Sektor, Utilities, defensiver Sektor, Versorger. Packaged Food, Fast Food, Tobacco und Alkohol. Alkohol und Tabak geht immer, gell? Also das ist ja gar keine Frage. Und wir haben jetzt gestern ja die Warnung von BlackRock gesehen, die gesagt haben, das wird eine ganz heftige Situation. Das, was vorher funktioniert hat, wird dann so nicht mehr funktionieren, sagte BlackRock. Letzte Woche hat ja Blackstone gewarnt. Nicht gewarnt, sondern gesagt, man würde vorerst keine Auszahlungen mehr aus seinem Immobilienfonds zulassen. Also man beginnt natürlich jetzt seitens der Wall Street diese Rezession zumindest am Horizont zu sehen. Manche sagen, sie kommt gar nicht, manche sagen, sie wird mild. Andere, wie eben BlackRock, sagen, die wird sehr, sehr heftig. Wer recht hat, das werden wir dann sehen müssen. Aber ein sehr sicherer Indikator, meine Damen und Herren, deutet darauf hin, dass es doch ziemlich übel wird, denn Jim Cramer hat gesagt, die Wirtschaft stabilisiert sich, wir können eine Rezession vermeiden. Und wenn Jim Cramer das sagt, dann ist das mit einer kontraindikatorischen Qualität versehen, dass man einfach nur genau das Gegenteil annehmen muss. Und dann würde das bedeuten, dass wir eine Rezession haben. Schauen wir uns mal die Sektoren an. Mr. Druckenmiller, der legendäre Hedgefondsmanager, hat ja mal gesagt, der Stock Market is the best economist I know, ist der beste Ökonom, den ich kenne. Und wenn wir uns mal die letzten zwei Wochen anschauen an den Märkten, dann sehen wir, dass die besten Sektoren waren Healthcare, Utilities und Staples, die ich als Sektoren vorhin genannt hatte, die in einer Rezession gut laufen. Und die schlechtesten waren Energy, Discretionary und Banks, also Banken, Consumer Discretionary, Tesla zählt dazu. Energie lebt von Nachfrage etc. Also die Märkte haben eigentlich schon klar gemacht, dass man diese Rezession jetzt kommen sieht. Die Anleihenmärkte prognostizieren das ohnehin schon lange mit den so massiv invertierten Zinskurven. Interessante Entwicklung auch in den USA jetzt politisch. Kirsten Sinema, die Demokratin, vormalige Demokratin, hat gesagt, ich trete aus und werde jetzt unabhängig. Jetzt hatten die Demokraten ja diese Stichwahlen in Georgia gewonnen. Dadurch hatten sie 51 Sitze, die Republikaner 49 Sitze. Wenn Sinema jetzt nicht mehr bei den Demokraten ist, dann haben wir jetzt praktisch 50 zu 49. Sinema dürfte dennoch vermutlich weitgehend für die Demokraten abstimmen. Aber das ist schon ein Rückschlag, der vor allem dann Joseph Manchin, diesen eher auf der rechten, im rechten Spektrum der Demokraten angesiedelten Senator, dann wieder eine besondere Rolle zugibt. Und der hat ja Joe Biden so viele Schwierigkeiten gemacht, gerade auch was diese Umweltpolitik betrifft. Das könnte dann also weitgehende Implikationen haben, die jetzt noch nicht klar sind, dass also die Rolle von Manchin wieder stärker betont wird. Und das ist eine Entwicklung, die uns dann möglicherweise in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Seit gut einem halben Jahr beschäftigt uns der Ukraine-Krieg. Da gab es zwischenzeitlich, das war auch einer der Gründe, warum heute Vormittag die Aktienmärkte ganz gut drauf waren, gab es die Meldung, dass in Istanbul sich Vertreter Russlands und der USA treffen. Wladimir Putin hat gesagt, ja, das Vertrauen ist natürlich fast bei Null. Aber am Ende muss ein Agreement erreicht werden. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie dieses Agreement aussehen soll. Die Ukrainer werden sagen und die westlichen Verbündeten, alle Truppen raus aus Ukraine, von ukrainischem Territorium. Das aber wird für die Russen und vor allem für Putin nicht machbar sein, ohne dass er sein Gesicht verliert. Das wäre für ihn praktisch das politische Ende schon mal ziemlich deutlich. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das irgendwie passieren wird. Klar, es ist schön, wenn sie miteinander sprechen, all dieweil die Erfolgsaussichten sind aus meiner Sicht sehr, sehr gering. Und wenn wir jetzt nochmal zum Ukraine-Krieg kommen, wir haben jetzt die Situation, und ich hatte heute Morgen ja schon ein Video dazu gemacht, warum der DAX irgendwie deutlich besser dasteht als der Nasdaq in den letzten Wochen. Wir haben jetzt die Situation, dass seit Beginn der Ukraine-Invasion die europäischen Aktien hier gemessen am Stoxx 50
besser performt haben als der S&P 500. Das ist doch mal eine interessante Beobachtung, meine Damen und Herren. Und das liegt natürlich auch daran, das hatte ich heute Morgen auch schon versucht darzustellen, dass wir natürlich europäische Aktien mit Bewertungen haben, die deutlich, deutlich, deutlich günstiger sind. Hier sind Rezessionsszenarien im Grunde zumindest teilweise schon eingepreist. Bei den an der Wall Street ist das noch nicht so wirklich passiert. Da geht man nach wie vor, was die Bewertungen zumindest betrifft, oder signalisieren von einem Soft Landing aus. Und wenn das nicht kommt, dann könnte es da nochmal einen weiteren Rückschlag geben für die Wall Street und die europäischen Aktien möglicherweise gar nicht so stark davon betroffen sein. Die Amerikaner werden betroffen sein von dem, was sich da mehr abzeichnet. Hier diese, wenn man so will, neue Allianz wäre vielleicht zu viel gesagt, aber Xi Jinping war ja gestern oder ist gestern angekommen in Saudi-Arabien. Jetzt hat er Energiedeals geschlossen und die sollen in Shanghai abgeschlossen werden über die Märkte, also in Shanghai. Das bedeutet, dass diese ganzen Geschichten in Yuan funktionieren werden. Auch das wieder eine Abkehr vom Dollar. Putin will sich inzwischen überlegen, wie er auf diese Preisobergrenze, die westliche Länder für Öl beschlossen haben, für russisches Öl beschlossen haben, wie er da reagieren wird. Das könnte auch noch ein wichtiger Punkt werden für die Märkte. Wenn wir in China mal bleiben, dann meldet zum Beispiel Peking jetzt plötzlich nur noch einen deutlichen Fall der Corona-Fälle. Vielerorts wird nicht mehr getestet, offenkundig. Und lokale Behörden haben offenkundig jetzt nicht unbedingt Lust und Laune, neue Corona-Zahlen zu melden. Warum? Jetzt hat plötzlich ja die chinesische Regierung erklärt, Omikron ist doch nicht so gefährlich, was natürlich der Corona-Politik der letzten Jahre fast schon massiv widerspricht, zumindest seit Omikron-Variante in China und die anderen Varianten da der Fall sind. Vorher also eher rigideste Maßnahmen, jetzt doch alles nicht so schlimm. Dann fragt sich natürlich, warum habt ihr diese Maßnahmen überhaupt erlassen? Das dürfte auch den Chinesen nicht ganz entgangen sein, dass das nicht besonders stringent ist. Und Krankenhäuser sagen, wir haben hier Dunkelziffern, die bestätigen, dass die Zahlen deutlich nach oben gehen. Da bereitet man sich auf einen Ansturm vor, also dass hier weitere Corona-Fälle hier kommen. Sollte das irgendwie blöd laufen, dann wäre für Xi Jinping das der nächste Rückschritt, wenn er also jetzt die Maßnahmen lockert, wenn er erklären lässt, im Gegensatz zu dem, was er vorher monatelang gepredigt hat, dass Corona dann doch negative Folgen hat. Die Chinesen haben ja keine Arztpraxen in unserem Sinne. Da geht man dann ins Krankenhaus. Dementsprechend sind die Krankenhäuser so zentral. Dort fehlen Intensivbetten, sind kaum vorhanden. Also das ist eine hochspannende Situation, die sich da jetzt abzeichnet in China. Und vor allem in Peking ist es derzeit der Fall, dass die Leute versuchen, Medikamente zu bekommen. Da ist ein absoluter Medikamentenmangel. Und wir sehen also, dass die chinesische Führung hier von vielerlei Seiten irgendwie keine gute Performance macht, irgendwie unter Druck kommt. Da könnten sehr spannende Entwicklungen bald auf uns zukommen. Spannende Entwicklungen haben wir hier sowieso in Deutschland. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik gezeigt, die mir jemand aus Österreich zugeschickt hat, der Menschen unterrichtet in Bereichen, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind. Er bildet Ingenieure aus und der versucht hier dieses CO2-zentrische Weltbild der Grünen darzustellen, dass er dazu führen dürfte, dass unsere Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig ist, dementsprechend verschwinden wird. Dadurch werden wir massive wirtschaftliche Probleme bekommen. Wir sind die Einzigen, die das so machen, alle anderen machen es nicht. Dementsprechend dürften wir einen ziemlichen Wohlstandsverlust erleiden. Das kommt in dieser Grafik, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium gesagt, ja, es könnte sogenannte Brownouts geben, also dass die Stromversorgung mal so für 1,5 Stunden abgeschaltet wird. Vorher hat man das noch kategorisch ausgeschlossen. Man versucht also die Bevölkerung schon ein bisschen darauf vorzubereiten, dass das kommen wird, so einzelne Stadtteile, zum Beispiel in Städten. Also, das ist die teuerste Energiepolitik, die es auf der Welt gibt, mit hervorragendem Erfolg. Mit dieser CO2-Fixierung ist es nicht so weit her, weil ja massiv Kohle raufgefahren wird, weil man andere Sachen ja nicht will. Also, da ist man nicht mal mit dieser CO2-Fixierung erfolgreich. Offenkundig scheint die Ablehnung von Atomkraft wichtiger als CO2 zu sein, was allerdings mit den Klimazielen dann irgendwie nicht so richtig übereinstimmt. Wer das logisch findet, der meldet sich. Es gibt ja immer wieder Apologeten, die sagen, ja, wieso
Wir werden doch dann irgendwie, vielleicht irgendwann hoffentlich, aber es ist eben vielleicht, hoffentlich, vielleicht. Und das ist ein bisschen wenig, wenn es um die Zukunft eines Landes geht. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, wie Privatanleger dieses Jahr 350 Milliarden Dollar verloren haben mit Krypto, mit Tech, mit Meme-Stocks. Jenen Highflyern, die damals so toll gelaufen sind, wo auch wieder eine Religion daraus entstanden ist, Gläubige entstanden sind, dass wir wahrscheinlich nicht auf dem Weg zu einem neuen 1929 sind. Könnten Sie diesem Artikel plus Video entnehmen, Crash voraus, 2022 ist nicht 1929, sehr interessante Beobachtungen dort. Und dann nochmal über China, die Lehren aus dem Ende der Zero-Covid-Politik, der die ganze Widersprüchlichkeit der Lage in China wunderbar auf den Punkt bringt von einem absoluten Kenner. Also drei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt übers Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Bis dann. Servus. Ciao.